Logic 10.7 ist da und auch der Step Sequencer hat einige kleine, aber sehr effektive Neuerungen bekommen. Welche das sind, zeige ich dir in diesem Video. Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist, auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. In den letzten beiden Videos habe ich dir schon einige Neuerungen von Logic 10.7 gezeigt, zum Beispiel das Dolby Atmo Mixing, das räumliche Mixen ist jetzt in Logic 10.7 möglich. Und heute geht es jetzt um den Step Sequencer. Wir fangen gleich mal an mit der wichtigsten Neuerung und das ist, dass jetzt Live Pattern Recording im Step Sequencer möglich ist. Früher war das nicht möglich, du musstest es mühselig mit der Maus eintippen oder mit Logic's Remote App und jetzt kannst du tatsächlich live in den Step Sequencer aufnehmen. Wir fangen mal hier an. Ich gehe einfach über Control Click hier ins Arrangierfenster und gehe hier auf Pattern Region erstellen und dann erscheint hier schon mein Step Sequencer und ich kann meine Instrumente hören. Okay, alles was du jetzt machen musst, ist hier auf diesen Button zu klicken, das ist Live oder Pattern Live Aufnahme, so heißt es. Und dann kannst du die Leertaste drücken und direkt live aufnehmen. Ich gehe also hier auf Pattern Live Aufnahme, schalte mir den Klick dazu, drücke die Leertaste und dann geht es auch schon los. Du siehst also, es geht ganz einfach, es geht schnell und es ist sehr, sehr übersichtlich. Falls du aber trotzdem die Step-Input-Methode bevorzugst und nicht so der Typ bist, der gerne Beats live programmiert, kannst du das natürlich auch machen. Ich schalte mal hier wieder Pattern live aus und hier über Funktionen kann ich das Pattern komplett löschen. Und jetzt kannst du hier einfach das Step-Input-Recording aktivieren, so wie du es von der MIDI-Region auch kennst. Das mache ich jetzt. Was jetzt ganz cool ist, jetzt siehst du, dass der Cursor hier rot geworden ist und jetzt kann ich hier den Cursor steuern über meine Pfeiltasten, also hoch, runter, rechts, links und kann jetzt hier direkt schon anfangen einzuzeichnen. Geht sehr easy, geht auch sehr schnell. Ich kann jetzt wieder hier steuern. Hier habe ich meine Snare Drum. Okay, machen wir mal weiter mit der nächsten Neuerung. Die ist auch nicht schlecht und hier geht es vor allem um Bass-Recordings, würde ich sagen. Wenn du einen Bass aufnimmst, ist es meistens so, dass der in Mono aufgenommen wird. Und wenn du jetzt hier einen Bass aufnimmst, ich habe den hier schon eingegeben, dann könntest du hier jetzt ein Bass-Pattern eingeben. Und was passieren konnte vorher, wo es diese Funktion noch nicht gab, ist, dass wenn du jetzt hier eingezeichnet hast, dass er die Noten hier doppelt genommen hat. Und bei den meisten Bass-Performances zumindest ist es so, dass Noten nicht doppelt erscheinen. Und dafür, und dass dir das nicht mehr passiert, hast du jetzt hier den Mono-Modus. Das ist dieser Button hier, Mono-Modus heißt der. Und wenn ich den jetzt aktiviere, dann kann ich hier nicht mehr zwei Noten übereinander malen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eingebe oder hier eingebe, dann versetzt er mir zwar den Ton, aber er malt keinen drüber. Somit können dir weniger Fehler passieren beim Bass-Programming. Das war der Mono-Modus und weiterhin neu hinzugekommen ist der Legato-Modus. Der ist ein bisschen versteckt. Ich schalte mal den Mono-Modus aus und wenn du den Legato-Modus finden möchtest, dann musst du hier auf das Informationsfenster gehen und das einblenden und dann findest du hier den Legato-Modus. Es war bis vor Logic 10.7 nicht möglich, Legato-Noten einzugeben und das ist jetzt möglich. Du musst dazu Legato anklicken, wie ich es hier schon gemacht habe und du brauchst natürlich ein Instrument, an ein Instrumentenpatch, das legato-fähig ist. In meinem Fall ist das jetzt ein Bass aus dem ES2 Synthesizer und du siehst hier Legato, also das Instrument ist legato-fähig. Ja, und jetzt, wenn ich jetzt Legato angeklickt habe und meinen Bass hier einspielen möchte in Legato, dann macht er mir das auch so. Weiterhin neu ist die Möglichkeit, Tonarten jetzt direkt im Step Sequencer einzuzeichnen oder auch zu wechseln. Wenn du früher eine Tonart umstellen wolltest oder wechseln wolltest, dann ist das im Step Sequencer nur über den Global Modus gegangen. Also hier oben steht jetzt zum Beispiel A-Moll. Wenn ich jetzt hier eine Tonleiter einzeichne, dann habe ich hier im Step Sequencer automatisch nur Töne aus der A-Moll-Tonleiter. Okay, was jetzt neu möglich ist, ist also im Step Sequencer direkt die Tonart zu verändern und das siehst du hier über diesen Reiter. Ich könnte jetzt hier, also wir sind bei A-Moll, ich gebe jetzt einfach mal C-Dur ein
und dann verändert er mir die Tonart direkt. Du siehst es hier, ich habe jetzt hier nur Töne, die in die C-Dur-Tonleiter passen. Wenn du jetzt aber trotzdem die Tonart des Sequencers an die globale Tonart anpassen möchtest, also ich bin jetzt hier bei C-Moll und möchte aber A-Moll, dann geht das auch, und zwar über Funktionen und auf Projekt-Tonart transponieren. Und dann siehst du wieder, bin ich hier wieder bei meiner A-Moll-Tonleiter. Und er hat mir das hier angepasst. Ein weiteres Update betrifft einen Punkt, den auch viele Step-Sequencer-User genervt hat, und das ist, dass man die Reihen nicht individuell sortieren konnte. Und das ist jetzt auch möglich. Du gehst hier einfach auf Ansicht und dann hier auf Zeilen sortieren. Und jetzt kannst du hier zum Beispiel nach Typ und Note sortieren. Und dann sortiert er dir das direkt so hin, wie du haben möchtest. Also auch das hier eine sehr effektive Neuerung. Apropos effektiv, wenn du lernen möchtest, wie du schneller und effizienter in Logic arbeitest, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du effizienter und besser in Logic arbeiten kannst und wie du Logic besser an deine Bedürfnisse anpasst. Die Checkliste habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da kannst du dir sie runterladen. 10 weitere Tipps, wie du Logic besser für dich individualisieren kannst und wie du schneller arbeiten kannst. Unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt empfehlenswert. Und damit machen wir gleich weiter mit der nächsten Neuerung. Und das ist, dass du Noten verbinden kannst, und zwar über einen Tastaturkurzbefehl. Das hat auch viele gestört, denn wenn du jetzt vor 10.7 Noten verbinden wolltest im Step-Sequencer, musstest du erst mühselig hier reingehen in diesen Reiter und musstest auf, ich glaube, das war Bogen, war das genau, da musstest du hier diese Noten verbinden, und das waren ganz schön viele Mausklicks, um Noten zu verbinden oder Noten zu trennen. Und jetzt geht es mit einem Tastaturkurzbefehl. Du musst dazu einfach nur Command-Option gedrückt halten, und wenn ich jetzt hier über diese Noten ziehe, dann siehst du, dass sie hier verbunden werden, und genauso kann ich auch wieder einfach zurückgehen. Dann habe ich wieder einzelne Noten und kann die direkt auch so abspielen. Und so weiter. Noch eine richtig coole Neuerung ist, dass du jetzt Automation direkt einzeichnen kannst, also Live-Automation. Das ist auch gut, und das ging vorher auch nicht. Wir machen das hier mal mit diesem Pattern. Ich öffne mir einfach einen Channel-EQ und ich möchte jetzt hier eine ganz einfache Filterfahrt machen. Das war vorher nicht möglich, das direkt einzuzeichnen, live einzuzeichnen. Jetzt geht es auch, und zwar über diesen Pattern live oder über die Pattern-Live-Aufnahme wieder. Alles, was du also machen musst, ist einfach hier Record zu drücken, beziehungsweise Pattern Live-Aufnahme zu aktivieren. Und dann musst du auch gar nicht Aufnahme drücken oder sonst was, sondern du kannst hier jetzt die Automation direkt einzeichnen. Und jetzt können wir sie auch schon anhören, die Automation. Falls du einen Fehler gemacht hast, kannst du das hier unten jetzt auch, wenn du es aufklappst, die Automation, kannst du sie auch nachbearbeiten, ja, und zum Beispiel eine andere Automationskurve fahren lassen. Du musst nur bedenken, dass das hier jetzt eine Step-Automation ist. Also die flüssige Automation, die ich hier direkt live eingezeichnet habe, habe ich nicht mehr, sondern das ist Step-Automation. Also die Automation läuft auch hier in einzelnen Schritten ab. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Was hältst du von diesen Sequencer-Updates? Sind die nützlich oder arbeitest du eh nicht mit dem Step-Sequencer? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Wenn du weitere neue Funktionen von Logic 10.7 kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir eines dieser beiden Videos. Da erkläre ich dir nochmal ganz genau, welche Updates es bei Logic 7 alles gibt. Und ansonsten schicke ich dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis dann!